Warum hat man die Todesser bei der Quidditch-Weltmeisterschaft im vierten Teil von Harry Potter nicht gestoppt? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, warum die meisten Hexen und Zauberer, die bei der Quidditch-Weltmeisterschaft anwesend waren, vor den angreifenden Todessern wegliefen, anstatt zu bleiben und zu kämpfen. Warum wurden die Todesser nicht einfach aufgehalten? Ja, okay, einige blieben und kämpften, aber von den vielen, die anwesend waren, blieb nur eine verschwindend geringe Anzahl zurück. Und ich frage mich nur, warum? Die internationale Quidditch-Weltmeisterschaft ist der bedeutendste Quidditch-Wettbewerb auf der Welt. Er findet alle 4 Jahre statt, seit dem ersten Wettbewerb im Jahr 1473. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft können Quidditch-Spieler aus der ganzen Welt für ihr jeweiliges Land um Ruhm kämpfen. Sie stellt den Höhepunkt des Quidditch-Wettbewerbs dar. Aus diesem Grund war sie äußerst beliebt und Hexen und Zauberer aus der ganzen Welt reisten an, um die Quidditch-Mannschaft ihres Landes zu unterstützen. Und das Ergebnis? Massen von Hexen und Zauberern. Im Feuerkelch werden wir erstmals mit diesem spektakulären Ereignis konfrontiert. Mit ihren Einkäufen in der Hand führte Mr. Weasley die Gruppe an, als sie eilig in den Wald gingen und dem von Laternen beleuchteten Pfad folgten. Sie hörten die Geräusche von tausenden von Menschen um sich herum, Rufe, Gelächter und Gesänge. Die Atmosphäre der aufgeregten Erwartung war äußerst ansteckend und Harry konnte nicht aufhören zu grinsen. Sie liefen 20 Minuten lang durch den Wald, unterhielten sich lautstark und scherzten, bis sie schließlich auf der anderen Seite des Waldes auftauchten. Dort angekommen befanden sie sich im Schatten eines gigantischen Stadions. Obwohl Harry nur einen Bruchteil der riesigen goldenen Wände sehen konnte, die das Spielfeld umgaben, war offensichtlich, dass 10 Kathedralen mühelos in das Stadion passen würden. 100.000 Sitzplätze, sagte Mr. Weasley, als er Harrys ehrfürchtigen Gesichtsausdruck sah. Eine Arbeitsgruppe von 500 Mitarbeitern des Ministeriums hat das ganze Jahr daran gearbeitet. In Arthur Weasleys eigenen Worten, das Stadion der Quidditch-Weltmeisterschaft mit 100.000 Plätzen, das ist eine beeindruckende Menge magischer Menschen. Doch waren wirklich so viele anwesend? Eine spätere Passage legt nahe, dass dies sehr wohl der Fall war. 100.000 Hexen und Zauberer nahmen auf den stufenförmigen angelegten Plätzen Platz, das sich um das lange ovale Feld erhoben. Alles war von einem geheimnisvollen goldenen Licht durchdrungen, das schien aus dem Stadion selbst zu kommen. Nun, da wir nun festgestellt haben, dass über 100.000 magische Menschen bei der Quidditch-Weltmeisterschaft anwesend waren, werde ich meine Frage erneut stellen. Warum um alles in der Welt haben sie sich nicht gegen die Todesser verteidigt, wenn sie doch so in der Überzahl waren? Darüber hinaus war es nicht nur eine Menschenmenge von 100.000, sondern auch das gesamte Zaubereiministerium, einschließlich der Abteilung für magische Strafverfolgung, eine Abteilung, die für den Kampf gegen solche dunklen Zauberer verantwortlich ist. Also was ist passiert? Hätten sie den Aufstand nicht unterdrücken und die offenkundige Folterung von Muggeln nicht verhindern können? Gut, legen wir mal los, das aufzudecken. Nach dem Spiel zwischen den Iren und den Bulgaren war die Umgebung des Stadions in heller Aufregung. Die irischen Fans feierten ausgelassen und alle, die außerhalb des Stadions zelteten, hatten eine großartige Zeit. Harry und seine Freunde blieben lange wach, schliefen schließlich ein und wurden mitten in der Nacht unsanft geweckt. Ganz plötzlich schrie Mr. Weasley: "Steh auf! Ron, Harry, komm schon, steh auf, es ist dringend!" Harry setzte sich schnell auf und stieß seinen Kopf gegen die Zeltwand. "Was ist los?" fragte er. Im Halbdunkel konnte er erkennen, dass etwas nicht stimmte. Die Geräusche auf dem Platz hatten sich verändert. Der Gesang war verstummt. Er hörte Schreie und das Geräusch von rennenden Menschen. Im Schein der verbleibenden Feuer, die noch brannten, konnte er Menschen sehen, die in den Wald flohen, vor etwas, das sich über das Feld auf sie zubewegte. Dieses Etwas sandte seltsame Lichtblitze und Geräusche aus. Lautes Gejohle, gebrüllendes Gelächter und betrunkene Schreie drangen näher. Dann erhellte ein grelles, grünes Licht die Szene. Eine Gruppe von Zauberern, dicht gedrängt und mit nach oben gerichteten Zauberstäben, marschierte langsam über das Feld. Harry schielte zu ihnen. Sie schienen keine Gesichter zu haben. Dann erkannte er, dass ihre Köpfe von Kapuzen bedeckt und ihre Gesichter maskiert waren. Weitere Zauberer schlossen sich der marschierenden Gruppe an, lachten und deuteten auf die schwebenden Körper. Zelte brachen zusammen und fielen zu Boden, als die marschierende Menge anschwoll. Ein oder zweimal beobachtete Harry, wie einer der Marschierer ein Zelt mit seinem Zauberstab beiseite schleuderte. Einige von ihnen gerieten in Brand. Das Geschrei wurde immer lauter. Schließlich stellte sich heraus, dass diese maskierten, vermummten Zauberer Todesser waren, die einen scheinbar zufälligen, möglicherweise betrunkenen Angriff auf die Quidditch-Weltmeisterschaft unternahmen, um Chaos zu stiften und auf irgendeine Weise ihre Loyalität zum Dunklen Lord zu zeigen.
Der Angriff selbst war ziemlich unkoordiniert und entsprach mehr oder weniger dem Verhalten dunkler Zauberer, um Dampf abzulassen, ähnlich wie Fußball-Hooligans oder Fans, wenn sie zu weit gehen. Dennoch ist das Anzünden von Zelten und die Folter von Muggeln zweifellos beunruhigend, weshalb eine Verteidigung eigentlich schon notwendig war. Wir werden dem Ministerium helfen, rief Mr. Weasley über dem Lärm hinweg und krempelte seine eigenen Ärmel hoch. Ihr alle, geht in den Wald und bleibt zusammen. Ich komme und hole euch, wenn wir die Sache geklärt haben. Die Zauberer des Ministeriums eilten aus allen Richtungen zum Ursprung des Chaos. Also haben die Zauberer des Ministeriums und die Weasleys alles in ihrer Macht Stehende getan. Aber was mich interessiert ist, warum sie nicht gestoppt wurden. Aus dem Kapitel Die Todesser im Feuerkelch geht hervor, dass nur etwa 17 Todesser am Tatort waren. Darunter waren Barty Crouch Jr., Avery, Wurmschwanz, Lucius Malfoy und einige andere. Karkaroff und Snape waren nicht anwesend. Und der Rest der bekannten Todesser, darunter Bellatrix, Rudolphus, Rabastan, Dauerhoff und so weiter, befanden sich zu dem Zeitpunkt der Quidditch-Weltmeisterschaft alle noch in Azkaban. Also noch einmal, was war so beunruhigend daran, dass 17 hauptsächlich niederrangige bis mittelrangige Todesser Unruhe stifteten? Warum konnten sie nicht sofort gestoppt werden? Hätten sie nicht umgehend überwältigt werden können? Nach genauer Analyse scheint es, dass hier mehrere Faktoren im Spiel sind. Ich werde mit einer bestimmten Passage beginnen, da ich sie für besonders bedeutsam halte. Die Menge unterhalb der Familie Roberts war größer als je zuvor. Sie konnten beobachten, wie die Zauberer des Ministeriums versuchten, zu den vermummten Zauberern in der Mitte vorzudringen, aber sie hatten erhebliche Schwierigkeiten. Es schien, als hätten sie Angst, irgendeinen Zauber zu benutzen, der die Familie Roberts versehentlich schädigen könnte. Diese Passage legt nahe, dass die Zauberer des Ministeriums erhebliche Anstrengungen unternahmen, um die Todesser zu erreichen, aber es gab so viele Menschen im Weg, dass sie einfach nichts unternehmen konnten. Darüber hinaus wurde die Familie Roberts aktiv gefoltert, was zum Zögern des Zaubereiministeriums führte, den Abzug zu betätigen, aus Angst, die Familie Roberts könnte aus der Luft fallen. Sie wurden in der Luft schweben gelassen und gefoltert. Das ist also ein Grund, warum die Todesser nicht gestoppt wurden. Ein weiterer Grund ist, dass niemand wirklich wusste, wie viele Todesser tatsächlich vor Ort waren. Die Szene war das reinste Chaos, und was mit Feuerwerk und Jubelrufen begann, verwandelte sich schnell in Angstschreie und brennende Zelte. In der Dunkelheit des Zeltplatzes wäre es schwer gewesen, die genaue Anzahl der Angreifer zu ermitteln. Die Menschen konzentrierten sich lediglich auf die umherfliegenden Hüte, die Schreie und die Flammen. Der Angriff kam völlig überraschend. Ich gehe davon aus, dass dieser Mangel an Informationen sicherlich dazu geführt hat, dass selbst unerfahrene Hexen und Zauberer eher die Flucht ergriffen, als zu kämpfen. Dies führte zu einem ungeordneten Chaos, das die wahren Verteidiger daran hinderte, die Todesser zu erreichen. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist natürlich der psychologische Aspekt. Trotz Voldemorts Untergang verbreiteten die Todesser immer noch erhebliche Angst in den Herzen, sowohl von Hexen als auch von Zauberern. Wenn du plötzlich auf Todesser stoßen würdest und du wärst betrunken und unvorbereitet, würdest du wahrscheinlich erstarren und einfach weglaufen. Und genau das geschah in dem großen Umfang. Schließlich sollten wir nicht vergessen, dass zwar 100.000 Hexen und Zauberer sowie das gesamte Zaubereiministerium vor Ort waren, aber viele von ihnen in keiner guten Verfassung waren, um zu kämpfen. Außerdem hatten sie Kinder dabei. Viele dieser Fans waren betrunken, verängstigt und völlig überwältigt. In Bezug auf das Zaubereiministerium sind viele seiner Mitarbeiter einfach Büroangestellte. Wie könnte man von ihnen erwarten, dass sie mit einem unerwarteten Angriff dunkler Zauberer umgehen können? Dafür gibt es schließlich die Abteilung für magische Strafverfolgung. Wir wissen, dass das Chaos schließlich endete, als Barty Crouch Jr. das dunkle Mal in den Himmel wirft und die Todesser dazu bringt, in Angst zu fliehen und zu verschwinden. Das liegt daran, dass diese abtrünnigen Todesser zwar bereit waren, sich auf die Folter von Muggeln einzulassen, aber keineswegs bereit waren, ihrem ehemaligen Meister nachzugeben. Und das war's mit diesem Video. Habt ihr euch jemals gefragt, wie die geringe Anzahl der Todesser bei der Quidditch-Weltmeisterschaft so ungeschoren davonkommen konnte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.